Yo lo haces hasta que FIFA se te dé hecho amor. Ja, also die Aufstellung des FC Chelsea. Schauen wir uns mal Ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf einzubringen. Und da haben wir die Startformation von Swansea City. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Können so variabel attackieren, also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Pardon. Sie wird so. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Klasse Technik. Es gibt ein Null. Wird das eine Torchance? Gutes Stellungsspiel und verholt er sich den Ball. Schuss zur Führung. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Aspilicueta jetzt. Und Hazard kommt über die Außenbahn. Eden Hazard. Die Mitspieler bieten sich an. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Der Abschluss hier wäre überflüssig. Ja, viel zu weit weg und der Ball geht deutlich vorbei. Jetzt Alexander. Weiterspielen. Es gibt den Vorteil für Chelsea. Und jetzt gibt es eine Ecke. Gibt jetzt hier doch noch Geld. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Aber ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich geldwürdig. Jetzt Gary Cahill. Sie suchen die Lücke. Hazard bringt den Ball. Der Abwehrspieler ist da, Flanke abgefangen. Gutes Technik! Und jetzt die Maria. Die Flanke kommt gut rein. Verteidiger hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Ja, gedeckelt. Terry! Yes! John Terry. Hey man, you can't. Gucci, was sagst du zum Tor von Chelsea? Super aufgelegt per Ecke und ein guter Abschluss. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Kim Song-Yong. Er spielt den Pass zurück. Sehr gut aufgepasst. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Und Cesc Fabregas. Er ist frei, der kann was draus werden. Alex Potter. Da passt der Torhüter auf. Angel Rangel. Und jetzt haben wir mit dem Ball. Es gibt Strafstoß für den FC Chelsea. Dieses Foulspiel wird verwandt. Okay, die gelbe kann man geben. Und doch 2-0.
Sorte. Den Elfer hat er ganz cool verwandelt. Souveräne Elfmeter vor Alexander, oder? Naja, da haben wir auch gesehen, dass er mit viel Selbstvertrauen zum Punkt gegangen ist. Er steht es 2:0, das wird sie in Ruhe geben. Jetzt gibt's den Endspurt, 3 Minuten Nachspielzeit. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. An der Stamford Bridge ist alles bereit für den zweiten Durchgang. Kann losgehen. Ganz schwacher Pass, Ball draußen. Simulson. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Da geht er gut in den Zweikampf. Alexander. Die Gäste werden wechseln. Da geht er dazwischen. Hast du es gesehen diese Woche? Pushing? Alexander ist im Team der Woche von FIFA Ultimate Team. Und klar, ging natürlich durch die sozialen Medien. Das ist bei den jungen Spielern natürlich mittlerweile ein Echt. Schuss! Doch, jawohl. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt den Ball mit der Innenseite ins Netz. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Fairer Einsatz hier. Alexander jetzt. Da steht die Abwehr sicher. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Hazard. Das wird die Chance werden. Sie sind geduldig und warten auf den Schussversuch. Und so wird das nichts, den hält der Torwart natürlich. Aber. Da hat der Torwart gar kein Problem. Silverstone. Britain. Zwanzig Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Wird jetzt gefährlich. Der Angriff könnte was werden. Alexander. Jetzt die Maria! Sie liegen vorne und hätten hier fast nachgelegt. Strategische Gründe. Montero. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Da steht er gut, der kann dazwischen gehen. Pedro, 4-0. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, wie deshalb. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auf das Ergebnis aus. Einseitige Nummer, die man so vorher alles auf erwarten konnte. Ja, im Grunde schon klar, manchmal können auch vermeintlich schwächere Teams überraschen, aber wenn da nicht viele Umstände zusammenkommen, dann sollten sich die Favoriten, so wie heute, das doch durchsetzen. Gute Aktion! Alexander. Auch sowas kann passieren, es schießt sich der Felsch den Ball ab. Das könnte gefährlich werden. Jetzt vielleicht. 5-0. Gut, ich beende hier mein Part. Ciao, euer Marco.